Welcome to Poker Market, making poker more efficient. Hi, heute gibt's für euch den ersten Live-Play-Part meiner Serie Crushing Mid-Stakes 2015. Kurz vorneweg, das Ganze ist als natürlich Live-Play gedacht, dass man sich natürlich einfach so anschauen kann. Ich empfehle natürlich trotzdem zuerst den Theorie-Teil, Part 1 Single Race Pot in Position, anzuschauen, da ich heute nicht mit meinem eigenen Hut spiele, sondern mit einem speziell für euch angepassten, das ich auch da schon im Review verwendet habe. Und das ist einfach nach bestimmten Stats gefiltert, die uns eben genau in dem Teil, in dem es im ersten Theorie-Part ging, Single Race Pot in Position, weiterhilft. Möchte ich kurz erläutern. Ihr seht da, wo der Name dabei ist. Ich nehme jetzt hier rechts oben, das mal als Beispiel, haben wir die drei Zahlen Fold to C-Bet Flop, Fold to C-Bet Turn, Fold to C-Bet River und dann den Achterblock, wo gerade die oberen linken beiden Zahlen sehr interessant werden. Das ist erst Fold versus Delayed C-Bet, die 66, Fold versus Check Check Bet, die 74, dann die dritte Zeile sind die Step-Werte vom Gegner an Turn und River, sofern ich backgecheckt habe, sind hier jetzt 39 und 48. Und die letzten zwei Zahlen sind Fold versus Bet Check Bet und Fold versus Check Bet Bet. Hat ja ein bisschen eingeführt in den Single Race Pot in Position, auf was ich achten will, was es zu beachten gilt. Und jetzt will ich versuchen, das Ganze mit ins Live Play reinzunehmen und zu schauen, ne, wie oft ist es denn überhaupt der Fall, dass ich solche Werte rannehme, eventuell auch um exploitive Entscheidungen zu machen. Und damit möchte ich jetzt anfangen. Alles andere versuche ich natürlich trotzdem darauf einzugehen, falls interessante Entscheidungen zu treffen sind. Die werde ich dann halt größtenteils ohne Exploitive Reads. Ich kenne zwar die meisten Gegner, aber mehr oder weniger versuchen standardmäßig sinnvoll runterzuspielen. Solange ein bisschen Leerlauf ist, kann ich durchaus versuchen, ein bisschen auf verschiedene Spielertypen einzugehen. Hier links oben am Tisch ist zum Beispiel interessant Chirpy Brox mit sehr, sehr hohen Fold versus Delayed-Werten und dazugehörig einem sehr geringen Step-Turn-Wert. Das heißt, wenn ich jetzt im Single-Race-Pot in Position gegen ihn spiele, dann werde ich sehr, sehr value-lastig C-Betten und viel eher einfach delayen, diesen Range-Split von ihm abwarten, dass er höchstwahrscheinlich sehr value-lastig stabbed und das tut er zu 38% und die anderen 62%, die er zu mir checkt, habe ich immensen EV durch die hohe Fold Equity, die er mir da gibt. Das ist generell was typisch ist für Zoom 500, ich denke auch fast noch mehr auf Zoom 200, diese vorkommenden Range-Splits bezogen auf Delayed Spots in den Single-Race-Pötten, dass eben sehr value-lastig alles gebettet wird, dass die Leute auch gewohnt sind, dass nicht Delayed geblufft wird viel, sondern es wird durchgecheckt oder als Bluff wird die Flop-C-Bet genommen. Ihr seht meine Farbmarkierungen im HUD, versuchen es immer gleich ein bisschen hervorzuheben. Gelb steht immer für, hier habe ich Fold Equity. Also wenn irgendwas sehr out of line ist, hier zum Beispiel Zazzano glänzt hier gerade bis jetzt. Ich glaube, ich habe geringe Sample auf ihn mit 59% Fold to River C-Bet, was natürlich sehr hoch ist. Das wird sofort gelb. Wenn ihr seht, in dem Achterblock, hier links Pindrock als Beispiel, die ganzen Fold versus Delayed Werte, alles gelb. Grün steht für wenig Fold Equity, beziehungsweise solange der Gegner den aktiven Part ausübt, wie jetzt hier der Step-Turn-Wert von Pindrock, dann steht es für Passivität. Das ist erstmal so der erste Eye-Catcher. Und jetzt schauen wir mal, was sich für Hände ergeben. Ich denke, 9-10 hat einfach so viel Value im Equity-Denying der gegnerischen Broadways. Also das hilft mir unglaublich. Also ich performe ganz gut, wenn ich gecallt werde, gerade noch mit Backdoor Flush. Der Möglichkeit, das Ganze in Bluff zu turnen, beziehungsweise als 5-Outer zu spielen auf Trips und 2-Pair. Und ich profitiere einfach so hart, wenn er hier
Hände wie King Queen, King Jack, King Ten, was er alles offsuit in der Range hat, foldet.